Nun freut es mich sehr, dass wir Adrian Fichter für den Eröffnungsvortrag oder die Keynote des Winterkongresses gewinnen konnten. Adrian? Darf ich einen Applaus? Wer sich für Netzpolitik in der Schweiz interessiert, kennt Adriens Artikel und Podcasts in der Republik. Sie ist Redakteurin der Republik und betreibt da, so würde ich sagen, politischen Journalismus. Sie ist also nicht nur versierte Beobachterin und Beschreiberin der netzpolitischen Entwicklungen, sondern auch Akteurin. Ihre Artikel stoßen Debatten an, ja, ermöglichen diese. Das ist in Zeiten unserer oder dem Zustand unserer Medienlandschaft keine Selbstverständlichkeit. Ja, deine Biografie könnte man eigentlich als Matrix aus Digitalpolitik und Theorie und Praxis zusammensetzen. Also du hast Politologie an der UZH studiert, anschließend bei Politnetz mit aufgebaut, warst Leiterin bei der Neuen Zürcher Zeitung, als sie eine Social-Media-Redaktion geschaffen hat, von 2014 bis 2016. Danach hast du ein Buch herausgegeben und mitgeschrieben, Smartphone-Demokratie. Es erschien 2017 bei NZZ Libro und bist heute, wie erwähnt, Redakteurin bei der Republik. Der Akademie bist du immer noch ein bisschen treu und gelegentlich als Dozentin an der Uni Zürich und Basel tätig. Nun darf ich dir das Wort übergeben zu deinem Beitrag mit dem Titel Die Schweiz will zum digitalen Ethik-Vorzeigeland werden. Seriously? Guten Morgen. Sind alle wach? Einigermaßen. Ja. Oh, ich muss schnell noch etwas, weil sonst klingt das die ganze Zeit hier. Sonst ist der Überraschungseffekt weg. Gut, ich finde es schön, dass ich als Politikjournalistin angekündigt wurde. Das hat das Fachmagazin Schweizer Journalist anders gesehen. Ich bin da nominiert worden für den Gesellschaftsjournalismuspreis. Fand ich auch noch interessant, aber ja. Das ist meine Keynote, Thema meines Keynotes. Kira hat mich gefragt im Herbst, ob ich Lust hätte, diese Keynote zu halten. Und dann habe ich mich gefragt, ja, worüber soll ich reden, worüber ich nicht schon 100-mal gesprochen habe. Und dann ist mir etwas eingefallen, das ich eigentlich schon ganz lange mal anschauen wollte, nämlich diese neue Swiss Digital Initiative. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Übrigens noch aktualitätshalber hier noch ein kleines Bild aus den letzten Wochen, das uns beschäftigt hatte und immer noch beschäftigen wird. CryptoLeaks, eine Dechiffriermaschine der Firma Crypto AG. Werde ich jetzt nur nicht wirklich vertieft darauf eingehen, aber ja, unterstützt meine These ein wenig. So, also, wie bin ich auf das gekommen? Es begann im Herbst. Ich habe gelesen, dass unser damaliger Bundespräsident Uli Maurer eine Rede hielt in New York an der UN-Vollversammlung. Und eigentlich war das ein UN-Klimagipfel. Es ging also um Klimagerechtigkeit. Aber Herr Uli Maurer hat dann wollte dann über Digitalisierung sprechen, also über digitale Ethik. Und das Video, das könnt ihr auf YouTube nachschauen, leider wurde es englisch synchronisiert, also es ist dann nicht mehr so lustig, wenn man ihn nicht im Original hört. Aber ich habe jetzt ein paar Ausschnitte daraus herausgenommen. Da hat er gesagt, ja eben, digitale Technologie, das impliziert auch Risiken, Cyberattacken und so weiter. Und was ich ganz interessant fand, ist dieser Satz, and so the protection of privacy is also a fundamental right. Okay. Und dass man auch regulieren sollte, private Informationen und Daten. Okay, an und für sich gut. Jetzt hat aber derselbe Bundespräsident ein paar Wochen vorher eine leicht andere Rede gehalten. Und zwar vor der Schweizer Digitalwirtschaft am Digitaltag. Und
Er hat dann schon gesagt, Regulierung ist ein Thema, aber man soll sich jetzt nicht immer so die Risiken anschauen. Ich zeige hier einen Ausschnitt davon. Vielen Dank, Frau Ackermann. Wir sind gut unterwegs, wir haben beste Voraussetzungen, um im Bereich der Digitalisierung weiterhin zur Weltspitze zu gehören. Wir haben beste Voraussetzungen, Sicherheit zu schaffen. Wir haben beste Voraussetzungen, uns hier weiterzuentwickeln, weil wir haben Hochschulen, aber die Hochschulen selbst sind ja nichts ohne gute Studenten und junge Leute, die vorwärts kommen wollen. Ich denke, das haben wir und der Staat hat hier günstige Voraussetzungen zu schaffen für diese Entwicklung. Und hier muss der Staat gewisse Risiken eingehen. Wir haben die Tendenz, wenn etwas Neues kommt, zu sagen, ja, ja, an das gedacht, an das gedacht. Wenn wir so arbeiten in einem Bereich, der so dynamisch ist, verlieren wir den Anschluss. Hier müssen wir in der Lage sein, politisch auch gewisse Risiken einzugehen, nicht unkalkulierbar, aber wer vorwärts kommen will in einer neuen Technik, die in einigen Jahren das Leben der Welt bestimmt, der muss vorwärts gehen und kann sich nicht um alle Bedenken kümmern. Ich denke so, die Formel 80-20 müsste in diesem... Einige haben sich schon die Ohren zugehalten. Das war alles. Ja, ist eine leicht andere Rede, fand ich noch interessant in dem Kontext. Aber okay, gehen wir eins weiter. Swiss Digital Initiative Foundation, gegründet worden, soll ein Ethikzentrum sein in Genf. Ich dachte in Zürich, weil, ich sage auch gleich warum, weil es alimentiert wird vom Verband Digital Switzerland, mehrheitlich. Das heißt, die Gelder fließen von Digital Switzerland. Digital Switzerland kennen wir alle, ist vor allem eher aufgefallen durch die Vertretung von Wirtschaftsinteressen, durch den Digitaltag, der am HABE veranstaltet wird und der sich nicht wirklich so um die netzpolitische Zivilgesellschaft gekümmert hat. Ich habe in der WOTS gelesen, dass die Stiftung für Konsumentenschutz zum Beispiel da einen Alibi-Platz da bei diesem Digitaltag bekommen hat und auch bei der digitalen Gesellschaft gab es, glaube ich, eine ähnliche Geschichte. Aber egal. Gut. Diese Digital Initiative Foundation ist gegründet worden. Es gibt einen Handelsregistereintrag. Ich dachte zuerst, vielleicht ist da nichts. Also es ist eine rechtlich autonome Stiftung mit Stiftungsrat. Wer da alles dabei ist, werde ich später noch aufzeigen. Operativ wird sie geführt von aktuell einer Geschäftsführerin mit 100 Stellenprozent. Die hat mir übrigens auch immer alle Fragen gleich beantwortet. Dann gab es dann diesen Swiss Global Digital Summit. Eben, vorher haben wir ein Bild gesehen mit den Vertretern davon. Kann man sagen, ist relativ namhaft Unternehmen. Hier aber, wie gesagt, auch von Zivilgesellschaft keine Spur. Offenbar möchte man das aber später nachholen. Also ich habe dann auch nachgefragt, ja, DigiGest, CCC, Center for Digital Responsibility sollen dann auch später auch eingebunden werden. Ich habe dann gefragt, wann. Da wurde aber kein Zeitpunkt genannt. Sieht man hier also auch Facebook vertreten, IBM vertreten, Huawei vertreten, Microsoft sogar mit Brad Smith vertreten. Und dann habe ich so gedacht, aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Also warum gab es dazu keine internationale Medienberichterstattung? Interessiert sich einfach niemand dafür? Und ich habe dazu ein bisschen eine Hypothese, und zwar einfach, dass die Schweiz bezüglich digitaler Ethik und netzpolitisch nicht so aufgefallen ist oder sich da noch nicht so bekannt gemacht hat. Was will die SDI, Abkürzung? Ich habe das Positionspapier von der Geschäftsführerin bekommen und die hat gesagt, ja. Also die hat dann mir aus dem da verschiedene Ausschnitte geliefert. Eben, es geht darum, Ethik der Digitalisierung zu forcieren. Und die Schweiz will einen sauberen Digitalblatt sein, der weltweit vertrauenswürdige Technologien und ethische Prinzipien fördert. Okay. Dann eigentlich ein smarter Move, weil es ist ja jetzt so, jetzt hat zum Beispiel die EU hat jetzt ein White Paper veröffentlicht zur künstlichen Intelligenz, zum Umgang mit künstlicher Intelligenz, wo dann auch verschiedene Prinzipien formuliert worden sind, wo es auch darum geht, soll man Gesichtserkennung regulieren oder nicht. Und die Schweiz selber hat noch keine KI-Strategie, aber wir haben schon einen Plan, wie man das operationalisiert. Mit diesem Label Digital Trust. Dieses Label Digital Trust soll eine Art Gütesiegel werden, dass dann die Unternehmen, wenn sie diese Kriterien hier erfüllen, sich so auf die Webseite pappen können oder auf den Dienst. Momentan ist das...
sind verschiedene Professoren von der UZH und Uni Genf, glaube ich, auch daran, hier die Kriterien, die Indikatoren, also die messbaren Ziele zu operationalisieren. Also es geht darum, die Sicherheit des Dienstes zu gewährleisten, Zuverlässigkeit des Dienstes, faires Datenmanagement, dazu später noch einiges bezüglich der Schweiz, verantwortungsvoller Umgang mit den Nutzern. Gut, soweit, so gut. Wer ist da alles dabei? Im Stiftungsrat. Bundeskanzler, von Bundesseite Bundeskanzler Walter Thurnherr. Bisher vor allem aufgefallen zu Voten zu E-Voting. In der Vergangenheit, vor 2 Jahren, hat er ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, E-Voting, das sei vertretbar. Mit anderen Risiken der Digitalisierung hat das dann verglichen mit Online-Transaktionen und so weiter. Okay. Etwas später, 28. Juni 2019, eine etwas andere Aussage, wo er sagt, ja, wir testen lieber, seht ihr schon die Uli Maurer, wir testen lieber und gehen auf Nummer sicher. Ja, das ist natürlich, hat er gesagt, vor dem Hintergrund vor all den Ereignissen, die wir kennen im ersten Halbjahr, die wie beispielsweise eben die Post ihr E-Voting-System testen ließ und das ging leider auf allen möglichen Ebenen schief, angefangen vom veröffentlichten Source-Code, der nur zu gewissen Nutzern zugänglich gewesen war, die sich registriert haben, bis zu absoluter, ja, nicht sauberer, gut, qualitativ gut aufbereiteter Dokumentation, bis zu den gefundenen Schwachstellen, die gezeigt haben, dass dieses E-Voting-System manipuliert werden kann. Daher, wir testen lieber. Herr Ringe-CEO Marc Walder sitzt auch im Stiftungsrat. Herr Walder ist vor allem mit euphorischen Silicon Valley-Voten aufgefallen. Es kann ihm gar nicht digital genug gehen. Und er hat gesagt, eben er war immer wieder reist er dahin und eben sagt dann, was mich da sehr beeindruckt hat, ist, dass alles digitalisiert wird, dass eben Autos nur noch von Software-Ingenieuren gebaut werden und nicht mehr von ja, Autobahnen. Gut, also auch Herr Marc Walder ist in dieser Ethik-Initiative vorne dabei. Jetzt bin ich ein bisschen gemein. Vielleicht war ich schon vorher gemein, aber die Webseite der Swiss Digital Initiative ist seit 2-3 Wochen aufgeschaltet. Und ich bin auf die Webseite gegangen und es geht ja darum, eben, dass man mit dieser Ethik-Initiative Best Practice fördert. Best Practice. Ich habe eher Worst Practice entdeckt. Ich habe dieses Cookie-Banner entdeckt, wo dann steht, ja, wenn ich weiter surfe, dann habe ich zugestimmt, dass ich von, eigentlich waren nicht mal, ja, ich habe sogar nicht mal es war sogar null angezeigt, also es scheint irgendwie nichts abzugreifen von mir. Aber ja, ich habe dann die Geschäftsführerin darauf angesprochen und sie meinte dann, ja, das wird sie gleich mit der Agentur anschauen und der Cookie-Banner wurde entfernt, weil eben, ist eigentlich soweit namhaft, also ich habe nichts entdeckt, vielleicht entdeckt ihr was. Gut, schauen wir uns die Pilotunternehmen des Digital Trust Labels an. Mit dabei sind Godelsky, Swiss Re, IBM, Booking.com, Credit Suisse und die SBB. Schauen wir mal, was die so bezüglich digitaler Ethik schon umgesetzt haben oder wie die so reagieren. Booking.com habe ich auch leider ein paar Flüge, Hotels gebucht. Und das ist, was ich sehr lustig fand, ich habe mich dann auch von unterschiedlichen IP-Adressen eingeloggt, weil ich auch wissen wollte, wie das jetzt bezüglich dem CCPA ist, California Consumer Privacy Act, den ja jetzt ratifiziert worden ist, beziehungsweise seit Januar in Kraft ist. Und wenn man sich bei der USA, also wenn man eine US-Adresse hat, steht dann, man kann sich nur gegen den Verkauf seiner Informationen wehren, als wenn man Einwohner Kaliforniens ist. Also ich fand das noch sehr so transparent abgebildet. Gut, ich habe eine Anfrage gemacht, 4. Februar, bitte Auskunft über alle meine persönlichen erhobenen und verarbeiteten Daten. Dann hat die Datenschutzbeauftragte relativ schnell reagiert. Sagt ja, dafür wäre aber irgendeine Buchungsnummer benötigt. Die habe ich dann noch am selben Tag eingereicht und gestern kam dann das File, wo dann tatsächlich steht, was ich gebucht habe, welches Hotelzimmer, 2 Personen, 3 Personen, mit welcher IP-Adresse ich gebucht habe. Ich habe das Gefühl, dass
ja, die Dokumentation ist nicht ganz vollständig, weil laut der Datenschutzerklärung sollten noch weitere technische Details erhoben worden sein, wie zum Beispiel Browser-Einstellungen von mir und so weiter. Also ich hake da nochmals nach, aber immerhin. Übrigens, Request Map Web, also ihr seht da wahrscheinlich nicht so viel, aber ein Tool von einem Web-Consultant namens Simon, sehr empfehlenswert. Da kann man so einzelne Webseiten durchleuchten auf Third-Party-Tracker und die ganzen Vernetzungen und Ad-Tech-Firmen und so weiter. Also bei Booking sieht das dann so aus. Kommen wir auf die SBB zu sprechen. SBB, Privacy by Default, nicht wirklich. Oder sage ich mal, eben, ja, ist nicht so wirklich vorhanden. Oder jetzt noch nicht. Ich bin da auf meine App gegangen, habe da mal meine Voreinstellungen angeschaut und ja, was steht überall drin? Werbung von Dritten anzeigen, ja, war bereits schon ein Häkchen drin. Dann Third-Party-Cookies, auch schön, alles schön abgebildet, wohin meine Daten fließen, leider überall mit Opt-out. Also da muss man sich einzeln spezifisch überall ausloggen. Von daher, naja, so Best Practices, weiß ich nicht, muss die SBB sicher noch einiges dazu lernen. Außerdem IP-Targeting, die SBB ist ja neuerdings auch als Werbevermarkterin unterwegs und als Datenhändlerin für die Werbeunternehmen. Also eigentlich wäre die SBB eine Keynote alleine hier wert. Ich denke, das ist allen klar. Gut, wie glaubwürdig ist die Schweiz als Hub für eine internationale Ethikinitiative? Weil eben, es ist ja schon bemerkenswert, dass eben nicht so viel über diese Initiative berichtet worden ist. Gut. Netzpolitische Bilanz der Schweiz. Wir haben schon einiges vorher von Christoph gehört. Netzpolitische Bilanz der Schweiz, aus meiner Sicht miserabel, vor allem aus den letzten 4 Jahren. Netzneutralität ist jetzt gewährleistet, auch dank dem großen Engagement auch von DigiGes. Urheberrecht, seid ihr vielleicht nicht alle mit mir einverstanden, habe ich jetzt unter neutral verbucht, weil ich finde, das Schlimmste wurde ja verhindert. Nämlich das sogenannte Leistungsschutzrecht, das ja dann über eine Hintertür im Lobbying, im Ständerat dann plötzlich wieder eingeschleust worden ist, also eine Art Linksteuer, die Google dann zahlen muss, wenn sie die Vorschaulinks der Medien in dieser Form, wie sie sie jetzt anzeigt, weiterhin anzeigt. Ja, damit haben die EU-Staaten jetzt zu kämpfen und dürfen das jetzt umsetzen. Das ist eben Artikel 11. Noch mit den Upload-Filter Artikel 13 bzw. Artikel 15 und 17. Damit müssen wir jetzt uns immerhin nicht herumschlagen. Gut, kommen wir zu den Minuspunkten. Politische Werbung im Netz. Wir haben immer noch keine Transparenzgesetze, also wir haben auch offline kein Transparenzgesetz. Das heißt, wohin die Gelder fließen bezüglich Online-Kampagnen, politischen Kampagnen, das wird weiterhin, da macht sogar Facebook mehr für unser Land, als wir das überhaupt wollen. Mit dieser Facebook Ad Library sehen wir immerhin, welche Kampagnen angezeigt wird, obwohl dieses Tool nicht wirklich brauchbar ist für die journalistische Analyse, aber immerhin. Ja, EID, voraussichtlich privatisiert. Voraussichtlich, die Abstimmung steht an, also wir haben private Herausgeber über, das wird dann ein Verbund sein von Banken und Versicherungen, sage ich später noch mehr. Wir haben in dieser Legislatur auch Netzsperren eingeführt, die umgehbar sind, für den Schutz der heimischen Casino-Lobby. Daher meine Frage, warum führen wir sie überhaupt ein? Viertens, E-Voting ist immer noch eigentlich gewollt, also da hat jetzt der Nationalrat den Versuchsbetrieb zumindest eingestellt. Jetzt mal schauen, wie das beim Ständerat ist, der ja etwas konservativer ist und nicht so digitalaffin. Vielleicht möchte man hier den Versuchsbetrieb weiterhin aufrechterhalten. Datenschutzgesetz Update, da sage ich später auch noch mehr, aber da sind wir immer noch auf Stand 1992. Die jetzige Fassung, die wir haben, ist immer noch nicht EU-kompatibel. Das heißt, für die Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind weniger Rechte vorgesehen als für die EU-Bürger und ja, für die Schweizer Unternehmen sind immer noch weniger Pflichten vorgesehen. Aber die Schweiz will ein sauberer Digitalplatz sein. Dann NDG-BÜPF-Gesetz haben wir auch verabschiedet. Das möchte ich nicht jetzt im Detail ausführen. Aber ja, wir haben da weitreichende Befugnisse unserem Geheimdienst eingeräumt, dem NDB. Und diese Kompetenzen werden regelmäßig überschritten, also 2017, ein Jahr nach der Abstimmung,
hat das schon die GPDL auf den Plan gerufen, weil da die Kabelaufklärung gelockert wurde und der Geheimdienst einfach alles Mögliche sammelt über jeden Bürger. Also wenn jemand eine Demonstration organisiert, wird das auch abgespeichert mit allen möglichen Berichten. Gut. Und was man auch so sagen muss, wir haben ja kein Verfassungsgericht in der Schweiz. Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich, die regelmäßig die Vorratsdatenspeicherung gekippt haben. Wir haben aber ein Bundesgericht, das die Vorratsdatenspeicherung laut der Entscheidung eine gute Sache findet, weil man sonst ja nicht diese Massenüberwachung machen könnte. Nächste Etappe wird hier Straßburg sein. Die Klage von DigiGuess wurde weitergezogen. Man muss auch noch sagen, ich finde das dann interessant, wenn wir dann international für Schlagzeilen in der Digitalisierung sorgen, ist es dann entweder Crypto-Leaks oder eben durch die Annahme eines solchen Gesetzes. Das ist dann im Kontext der Fischen-Affäre, habe ich dann diesen Bericht gefunden, bei einem Tech-Blog, wo dann doch relativ erstaunt darauf reagiert worden ist. Gut. Die Schweiz hat außerdem noch keinen Plan beim Thema KI. Also das heißt, wir möchten schon ein Digital Trust Label anbieten, selber haben wir aber noch nicht wirklich eine KI-Strategie verabschiedet. Es gibt zwar dazu einen sehr guten Bericht einer interdepartementalen Arbeitsgruppe, der wurde im Dezember publiziert, hätte eigentlich schon früher publiziert werden sollen, aber das ging irgendwie länger. Der ist sehr umfangreich und auch sehr fundiert von den Konzepten her. Aber auch hier, wie schon beim Swiss Digital Global Summit, nur eine privatwirtschaftliche Perspektive, nicht wirklich eine zivilgesellschaftliche. Also was ist aus zivilgesellschaftlicher Perspektive erwünscht und soll auch so umgesetzt werden, was nicht. Darüber wird nicht so viel geschrieben, auch zum Thema Gesichtserkennung, automatische Gesichtserkennung, algorithmusbasierte Gesichtserkennung und Predictive Policing, kein Wort. Ich bin gerade eine Predictive Policing-Recherche dran und kann sagen, dass Predictive Policing, dass wir der Schweiz damit Pionier, da sind wir mal, waren wir mal ganz zuerst. Die Stadt Zürich hat das zusammen mit dem Kanton Aargau schon 2013/14 damit herumexperimentiert mit der Software Precops. Die anderen Länder sind erst später nachgezogen. Gut, das schaue ich mir wie gesagt noch dann mal in einer Recherche genauer an, auch zum Thema Gesichtserkennung, in welcher Form überhaupt eingesetzt, auch nicht wirklich ein Thema. Jetzt habe ich mal auch früher mal etwas dazu recherchiert und was man sagen kann, klar, wir haben keine rechtliche Grundlage, dennoch hinter den Kulissen finden Gespräche statt. Also ich habe herausgefunden, dass da so eine türkische Firma namens Ekin Technologies versucht, auf den Schweizer Markt zu kommen, und zwar mit einer Software, die kann irgendwie alles, also ist dann die Kamera installiert, im Lichtbalken des Polizeiwagens, die kann Geschwindigkeiten messen, Autonummern scannen und noch beim Vorbeifahren auch noch Gesichteraufnahmen aufschnappen und gleich identifizieren, also je nachdem, wenn es dann einen Abgleich gibt. Also die sollte das können, laut den Werbefilmen. Ich weiß, dass die bei der eidgenössischen Zertifizierungsstelle METAS zurzeit werden die Geschwindigkeitsmesser getestet, also ob diese Produkte dann zulässig sein dürfen in der Schweiz. Dann habe ich danach gefragt, ja, was ist denn mit der Gesichtserkennungssoftware? Und haben sie gesagt, ja, none of my business, das schauen wir nicht an. Und ich so, ja, aber diese Sensoren, die sind ja da drin und wird das dann ausgeschaltet oder wie? Und dann fanden sie, ja, das soll ich die Politik fragen, und das wurde dann immer wieder weitergereicht und es konnte mir niemand sagen, was dann damit passiert. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Clearview AI, Gesichtserkennungs-App, die da für großes Aufsehen gesorgt hat, jetzt bei mir eher weniger, weil ich eben weiß, es gibt auch andere Technologien, die das eigentlich auch schon machen, oder beziehungsweise eben Google Bilderrückwärtssuche sollte eigentlich auch schon die Identifikation von einem Bild können, die Zuordnung anhand der Datenpunkte zu anderen Bildern können. Insofern weniger erstaunlich, aber hat trotzdem zum Glück auch für einen Aufschrei gesorgt. Mit der Clearview AI kann man mit einer App dann in der Straße auf eine Person halten, kann man dann eine Aufnahme machen, dann wird dann gleich ein Abgleich gemacht mit den Social Media Profilen. Offenbar ist auch die Schweiz daran interessiert. Ich
habe dann nämlich bei BuzzFeed gesehen und dann noch bei einem Kollegen nachgefragt, plus auch noch bei Clearview selber nachgefragt. Hier schön blau eingezeichnet, auch die Schweiz, als Intended Markets. Und dann habe ich nachgefragt, ja, hat es da schon Verkäufe gegeben? Da hat dann die Mediensprecherin gesagt, nein, die blau eingezeichneten Länder in Europa, das sind Intended Markets, da gibt es einfach Interessenten, aber es hätte noch keinen Verkaufsabschluss gegeben. Also an die Rechercheure und Journalisten unter euch, versucht das mal herauszufinden. Ich versuche das auch, wer das da sich interessiert hat. Gut, dann, was ich immer wieder sehe, was es zum Beispiel in Deutschland weniger gibt, ist der Einsatz von Lookalike-Audiences, Custom-Audiences auf Facebook. Also wir wissen ja, die Parteien haben Facebook entdeckt. In der Schweiz, die Abstimmungskomitees nutzen Facebook auch sehr intensiv. Und wir haben so ein Analyse-Tool zusammen mit ProPublica, der Political Ad Collector, ein Add-on auf Chrome und Firefox kann man installieren. Ist auch sehr interessant, man sieht dann auch, wem welche politische Werbung, also nicht wem, aber man sieht dann politische Werbung, die anderen Leuten gezeigt wird. Und da haben wir mehrfach ein paar Verstöße gegen das bereits veraltete Datenschutzgesetz, das übrigens immer noch besser ist als die jetzige Version, die wir, ja, als die revidierte Fassung, gesehen, dass hier eben gegen das veraltete Datenschutzgesetz verstoßen wird, weil die Kampagne Sozialdetektive Ja zum Beispiel hat Personen getrackt, die dann auf der Webseite gewesen waren, gleichzeitig auf Facebook eingeloggt gewesen waren. Und dann sind diese Informationen übermittelt worden, die Person wusste davon nichts und dann wurde dann ihr entsprechende Werbung angezeigt von Sozialdetektive Ja und auch vermutlich noch ihres ganzen Freundesnetzwerks. Und das ist ganz klar eine illegale Datenverknüpfung, da hat der eidgenössische Datenschutzbeauftragte auch noch ein Merkblatt dazu veröffentlicht. Das ist ein Tracking, das überhaupt nicht zulässig ist. Gut, kommen wir nochmal auf die aktuelle Version der Datenschutzgesetzrevision zu sprechen. Was ich hier sehr interessant finde, ist, dass der Bundesrat hat hier Bestimmungen über die Mindestanforderungen an die Datensicherheit erlassen, also ist eigentlich verpflichtet jetzt nach Artikel 7. Dann, was passiert, wenn man sich nicht daran hält? Momentan sind Bußen bis zu 250.000 Franken vorgesehen. Der Nationalrat wollte das sogar ganz straffrei belassen, also der alte Nationalrat. Und ich meine, jetzt muss man sich das mal vorstellen. Eine Swisscom, die aus Versehen 800.000 Datensätze, persönliche Datensätze, quasi ungeschützt ins Netz, also dass das geleakt worden ist, das hat dann keine Konsequenzen für die Swisscom, straffrei, aber eine British Airways wurde nach der DSGVO in England, die England war ja noch bis vor kurzem in der EU, gebüßt mit 22 Millionen Pounds für ungenügende Sicherheitsvorkehrungen. Also bevor überhaupt etwas passieren wollte, wurde Großbritannien schon mit 22 Millionen Pounds, ich glaube, oder Euro, wie auch immer, gebüßt dafür. Aber die Schweiz, wie soll das weiterhin straffrei sein? Wir möchten einen sauberen Digitalplatz sein. Dann, auch problematisch, da kämpft jetzt auch DigiGesse dafür, sollte nach der jetzigen Version eine ausdrückliche Zustimmung für Profiling nur bei hohem Risiko, was das eigentlich immer heißen mag, also bei Profiling bei hohem Risiko, die große, keine Ahnung, Konsequenzen haben kann, soll eine Zustimmung verlangt werden und es ist kein Widerspruchsrecht dagegen vorgesehen. In der EU gibt es ein Widerspruchsrecht auf jeden Fall. Also ich kann gegen Entscheidungen, automatisierten Entscheidungen, einschließlich Profiling, sagen, nein, ich will nicht, dass die Software diese Entscheidung verarbeitet, ich möchte, dass das ein Mensch macht. Und ja, ich kann da Widerspruch erheben und bei uns ist es halt so, ja, dann macht das jetzt die Software, die die Kreditwürdigkeit hier entscheidet und so weiter. Auch noch bemerkenswert. Dann EID. Hier übrigens gibt es noch ein Update, diese Karte habe ich für die Republik gemacht. Dieses weiße Fleckchen ist Liechtenstein. Das hat mittlerweile auch eine staatliche Lösung, also dass der Staat die EID herausgeben wird. Also kann man das auch zu den Grünen hier zuordnen. Also in den meisten EU-Staaten gibt es eben den elektronischen Pass oder Ausweis.
die man beim Staat beantragen kann, oder man macht das mit einem zertifizierten Identity Provider, sind oftmals auch Banken, wo das herausgegeben wird. Bei uns ist es so, wir möchten nur privat und nichts anderes. In England übrigens, da werde ich noch eine Reportage wahrscheinlich dazu machen, ist es auch ganz lange so, dass man hier auf die private Lösung gesetzt hat, weil man möchte jetzt wieder zurück zur staatlichen Idee wegen unterschiedlichen Problemen. Also auch das vielleicht noch interessant zu wissen. Und diesen Tweet habe ich jetzt gerade vorgestern gesehen, auch noch interessant in dem Zusammenhang. Diese Frau hat offenbar kein Bankkonto in Schweden und kann deswegen auch nicht die öffentlichen staatlichen Dienstleistungen beanspruchen in Schweden, obwohl sie das gerne tun würde. Nicht wirklich cool. Gut, zu guter Letzt. Wie engagiert sich die Schweiz international und in der EU in Sachen digitaler Ethik? Ja, da habe ich gedacht, vielleicht weiß ich etwas nicht, vielleicht tue ich jetzt da der Schweiz Unrecht und so weiter. Man muss sagen, also das EDA hat mir da recht einen riesigen Antwortriemen zurückgeschrieben. Das ist der Pierre-Alain Elschinger, des EDA. Und hat gesagt, ja, also Schweiz ist jetzt übrigens alles seit 2019, also man hat dieses Thema jetzt wirklich entdeckt. Da in verschiedenen internationalen Gremien dabei, auch bei der UNO, bei der Cyber Security Konferenz, wo man sich dafür verschiedene Maßnahmen einsetzt. Und auch hier, die Schweiz wurde in die Freedom Online Coalition aufgenommen. Das ist ein Zusammenschluss von derzeit 31 Staaten, die sich für die Meinungsfreiheit und Schutz der Privatsphäre im Internet einsetzt. Eben, wäre schön, wenn sie das dann auch innenpolitisch machen würde. Und dann wollte ich noch fragen, setzt sich die Schweiz auch bezüglich der Konkretisierung der DSGVO ein, also für die E-Privacy-Richtlinie? Dann kam die Antwort, lustigerweise wurde dann von EDA rübergeschoben zum EDÖP, zum eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, der gesagt hat, ja, die Schweiz ist dabei als Beobachterin, halt, weil wir kein EU-Land sind. Gut, okay. Zu guter Letzt, was ist also von dieser Swiss Digital Initiative zu halten? Ich habe jetzt gedacht, ich sage jetzt doch ein paar positive Worte zuerst, weil, wie gesagt, für die Positionierung ist es natürlich smart, wenn man sagt, ja, wir haben schon konkret messbare Ziele, wie digitale Ethik funktionieren soll. Es ist auch akademisch abgestützt, noch nicht wirklich zivilgesellschaftlich, aber das soll noch kommen, ist operationalisierbar. Dann habe ich schon noch ein paar Bedenken auch was heißt es das, wenn man dieses Gütesiegel hat und das wurde dann alles auditiert, wie ist das dann ein Jahr später und überhaupt, dann kann wieder Code angepasst werden und so weiter. Also das ist ja auch insofern nicht eine statische Sache, auch vielleicht etwas schwierig. Was natürlich auch eine Schwierigkeit sein kann, ist das Ethical Whitewashing, also dass man dann sagt, ja, wir haben jetzt alle Unternehmen, haben diese digitalen Super-Trust, Digital-Trust-Gütesiegel, aber somit kann man schön Regulierung umgehen. Und das finden ja eigentlich so Tech-Konzerne wie Google und Facebook ganz toll, weil sie sagen, sie machen dann schon sehr viel. Dann zweitens eben, wie ich schon gesagt habe, weder die Trägerschaft finde ich besonders glaubwürdig für die Botschaft, ja, also quasi als Messenger für dieses Digital-Trust, noch die Pilotunternehmen, noch die Schweiz. Und ja, ich finde, die Schweiz müsste einfach zumindest in dieser Legislatur ihre netzpolitischen Hausaufgaben zuerst erledigen und sonst werden wir halt einfach, Made in Switzerland ist dann so ein abhörlöchriger Käse. Ich habe dazu noch einen Kommentar geschrieben bei der Republik. Ja, wird dann einfach so wahrgenommen. Wäre nicht so cool. Und ja, es wäre übrigens gut, ich habe vielleicht, wenn diese Seite dann etwas anders klingen würde. Das ist eine Cookie-Vertonungsmaschinerie, die dann die Tracker, die im Hintergrund laufen, ein bisschen vertont. Und so sieht die Seite des Bundesrats aus. Also es tut ein bisschen weh in den Ohren. Gut, aber ich nehme es jetzt wieder weg, sonst haben wir alle einen Ohrschaden. Okay. Ja. Wir sind am Schluss. Christoph hat es gesagt, ich schreibe regelmäßig über diese Themen. Wer mehr darüber wissen will, wir würden uns freuen mit der Republik, wenn ihr mal vorbeischauen würdet, uns vielleicht mal Probe abonnieren würdet.
oder auch euer Wissen teilen würdet. Wir haben eine sehr engagierte Community, sehr viele Expertinnen und Experten, die zu unseren Themen auch mitschreiben. Wir möchten community-basiert arbeiten. Wir sind komplett werbe- und Tracking-frei. Wir leben rein nur von den Einnahmen unserer Verlegerinnen und Verleger, wie wir unsere Leser nennen. Ja, würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals für den Vortrag und diesen dunklen Einblick in die ins Whitewashing, könnte man sagen, das da begonnen wird. Wir freuen uns auch sehr, dass du da auch ein Auge drauf hast und diese Dinge kritisch begleitest. Wir haben nun ein paar Minuten Zeit bis 12 Uhr für Fragen aus dem Publikum an Adrien. Wer hat eine Frage? Und wer möchte die erste Frage stellen? Ich sehe fast nichts, aber Elian. Hallo. Tatsächlich etwas dunkles Bild. Ist es denn so, dass die Zivilgesellschaft in der Schweiz wirklich inaktiv ist, oder ist das nur jetzt deine Darstellung, dass die offizielle, behördliche, politische Schweiz die Zivilgesellschaft einfach nicht anschaut? Also ich würde behaupten, Zweiteres ist meine Wahrnehmung. Also wir haben eine Zivilgesellschaft, natürlich im Vergleich zu Deutschland ist die jetzt nicht so aktiv ausgeprägt, aber es ist natürlich auch ein viel größeres Land. Ich habe das Gefühl, dass einfach da sehr viel Ignoranz von der Seite von diesen Initiativen immer da gewesen ist und das möchte man jetzt offenbar ändern, also geben wir doch dem eine Chance. Ja. Ich wollte fragen bezüglich biometrischen Daten, wenn man hört, wie die Polizei ja auch unter Gewaltandrohung bei Menschen, die überhaupt noch nicht irgendwie verurteilt sind, DNA-Proben abverlangt. Und das sind ja auch Daten. Wie sieht denn das da? Gibt es da Bestimmungen oder wird da angedacht, wie solche Daten zu schützen sind? Käme ich jetzt zu wenig aus, Biometrie-Daten, das ist, glaube ich, überall polizeigesetzlich geregelt, in jedem Kanton etwas anders, aber da nehme ich an, macht ihr noch einiges dazu, nicht? Konkret weiß ich jetzt nichts, aber ich denke, es ist eine spannende Frage, wie das geregelt ist. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass da einfach freundlich gefragt wird. Und wenn man gefragt wird und nicht weiß, was da auf einem zukommt, dann geht man davon aus, ja, da muss man mitmachen. Also, aber ich glaube, es ist Polizeigesetz. Aber es hat sicher im Saal und sonst jemand da, der sich damit auskennt und kann irgendwo diskutiert werden. Also wird Platz haben. Ich habe noch da hinten, Lian, noch eine Frage gesehen. Ups. Ja, danke für deinen Talk, der war sehr interessant. Ich habe eine Frage, das ist jetzt relativ ein dunkles Bild gezeichnet. Was würdest du konkret gerne in der Zukunft sehen, dass sich ändern sollte, oder in welche Richtung sollte es konkret gehen, deiner Meinung nach, um das Bild schöner zu machen? Das ist nicht alles schlecht. Wobei, ich habe auch nicht alle Punkte gesagt. 5G wäre auch noch ein Thema übrigens, wo wir in der Schweiz, nur ganz kurz, also ja, eine sehr gesundheitsdominierte Debatte führen und weniger eine Hintertür-Spionage-orientierte, Security-orientierte Debatte. Also das ist auch sehr bezeichnend, dass wir da so einseitig diskutieren. In welche Richtung es gehen soll? Naja, ich finde schon einfach mal, Datenschutzgesetz war ein Schritt, dass wir uns da nicht eine Insellösung bauen, wo die Schweizer weiterhin schlechter geschützt werden. Ich meine, zum Beispiel bei PostFinance ist es ja so, dass wenn man anruft und den Customer Care anruft, dem Service, und man ist nicht EU-Bürger, sondern Schweizer Bürger, muss man ein Opt-out machen, wenn es um die Verarbeitung biometrischer Daten geht, nämlich die Erhebung der biometrischen Daten für Stimmprofile werden dann angelegt und da muss ein Schweizer Kunde muss dann ein Opt-out machen, während
beim EU-Kunden wird dann ein Opt-in gemacht. Also stimmen Sie dem zu oder nicht, und dann sagt der EU-Bürger nein. Und das ist ja schon sehr fatal. Also eigentlich haben wir dann ein Zweiklassensystem, wo wir uns selber benachteiligen. Und das hat man jetzt einfach mit der jetzigen Fassung so gesehen. Ich glaube einfach, das Schweizer Parlament will möglichst wenig Bürokratie und möglichst wenig Sanktionen und möglichst wenig Pflichten der Schweizer Digitalwirtschaft oder der Schweizer Wirtschaft auferlegen. Ich glaube, ja, ich würde sagen, Datenschutzgesetz wäre schon mal ein erster Schritt. Dann auch eine Anlaufstelle bei der ganzen digitalen EID-Geschichte finde ich unumgänglich. Also wenn ich da wirklich mich dann nur einloggen kann über die Swiss-ID des Konsortiums Swiss Science. Und auch das wird dann irgendwann mal auch zwangseingeführt, gehe ich davon aus, und ein Monopol haben. Das heißt, wir haben dann keine alternativen Logins mehr und haben dann One for All. Und da frage ich mich auch, warum muss mein E-Commerce, privatwirtschaftliches Einkaufsverhalten dann mit meinen Behördengängen verknüpft sein in einem Pool. Das wären so die zwei ersten Schritte. Und dann schauen wir 3 Jahre mal weiter. Ja, mein Name ist Simon Schlauer, ich bin Rechtsanwalt und mache viel IT-Recht und bin auch Mitglied bei der DigiGest und spreche heute. Ich habe 2 Themen. Das erste ist eine Frage an Adrien und das zweite ist eine Feststellung dann. Die Frage an Adrien generell: Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit Nationalratswahlen gehabt. Wie ist deine Einschätzung? Ist das neue Parlament empfänglicher, auch von den Mehrheiten her, für diese Themen, oder bleibt alles beim Alten? Das ist die Frage. Und das zweite ist eine Unterstützung für das, was da auf dieser Folie steht. Abonniert die Republik, es ist wichtig. Merci. Ja, wir haben dazu eine Republik-Tech-Podcast-Folge zusammen mit meinem Sparring-Partner Nicolas Zahn, der leider heute nicht hier ist, glaube ich. Ich habe Hoffnung, wobei eben, also bei der ganzen Datenschutzgesetzrevision, das ist ja wirklich so, das geht ja die ganze Zeit hin und her, ist eine heiße Kartoffel, die hin und her gereicht wird. Habe ich jetzt auch jetzt bei der SPK Minderheitenmeinung, die findet, ja, Profiling braucht eine ausdrückliche Zustimmung, nur bei hohem Risiko, und die Mehrheit dieser staatspolitischen Kommission findet das nicht. Und ich habe leider nicht die Zeit gehabt, diese Kommission genauer anzuschauen, wie die jetzt zusammengesetzt ist, aber es hat mich schon etwas erstaunt. Ich habe aber schon die Hoffnung, dass das jetzige Parlament, zumindest im Nationalrat, etwas digital kompetenter ist. Weil, also eben, Digitalisierung, das ist sowieso schwierig, digital affin. Ich finde, das ist eigentlich eine Bullshit, ein Bullshit-Adjektiv, weil das wird immer so verstanden, man muss dann einfach möglichst positiv eingestellt sein gegenüber E-Voting und gegenüber dem Internet of Things und so weiter. Und wenn man dem sehr positiv eingestellt ist, dann ist man digital affin. Also so werden die Rankings erstellt, die ich bis jetzt gesehen habe. Und wenn man dann vielleicht nur 2 Punkte hat von 100, weil man sehr kritisch ist, aber vielleicht viel davon versteht. Ich habe das gesehen bei einem Informatiker aus Zug, der da in diesem einen Ranking von der Swico relativ schlecht abgeschnitten hat. Der hat das dann getwittert, finde ich problematisch. Aber ich glaube, zum Beispiel mit der GLP und mit der bei SP, Grüne, auch FDP-Seite sind Leute eingezogen, die einerseits selber Unternehmer sind, aber auch in verschiedenen, die durchaus ein paar Kompetenzen mitbringen. Wir haben eine Frage da hinten und dann noch in der 4. Reihe. Danke für deinen Vortrag, Adrien. Es ist viel vom Parlament die Rede. Es gibt aber auch noch ein BACOM. Wie treten die eigentlich auf? Sind die digital? Also ich habe da jetzt so 2, 3 Ansprechpersonen da. Ich würde sagen, sehr. Die verstehen viel von der Materie. Die Bundesverwaltung versteht eigentlich allgemein sehr viel mehr. Ist schon sehr kompetent. Also ich kann da vielleicht nur eine Anekdote, über die ich geschrieben habe, als eben eine Facebook-Delegation in der Schweiz gewesen war im Sommer und dann eben wissen wollte, ja, wir führen jetzt da für die eidgenössischen Wahlen diesen I'm a Voter-Button ein.
Das heißt, diese Erinnerung, dass man unbedingt wählen gehen soll. Und dazu gibt es ja viele Kontroversen. Also zuerst einmal, wem wird das angezeigt? Wird das allen angezeigt? Was passiert mit den Daten und so weiter? Das wurde in allen Ländern relativ groß diskutiert. Und in der Schweiz war es so, dass dann diese Delegation nach Bern gekommen ist, von einer Gruppe empfangen worden ist, von der Bundeskanzlei, von BAKOM und auch von einigen Parteivertretern. Und da habe ich gehört, war es sehr unterschiedlich. Da wurde zum Beispiel von BAKOM wurden eigentlich auch sehr viele kritische Fragen gestellt, wie eben, was macht ihr genau mit diesen Daten und so weiter. Und von Facebook-Seite war man einfach vor allem erstaunt, dass wir eben gar kein Transparenzgesetz haben und dass überhaupt keine Regulierung von Facebook vorgesehen ist. Also das war dann diese Anekdote dazu. Ja, hallo. Vorhin tauchte die Frage auf wegen dieser Abgabe von biometrischem genetischem Material. Also das wird in Deutschland auch durch Polizeigesetz von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Und die Handhabe ist in einigen Bundesländern doch sehr, sehr fragwürdig. Da wird also mit Suggestivfragen, so nach dem Motto, Sie haben ja nichts zu verbergen, ja, Sie können das ruhig machen, wird diese Abgabe mehr oder weniger manipulativ erzwungen. Es besteht allerdings keine Verpflichtung, an so etwas teilzunehmen. Ich kann auch nur davor warnen. Wir wissen, dass in Deutschland gerade die Versicherungen und auch Arbeitgeber auf die genetischen Informationen, gelinde gesagt, sehr scharf sind. Das andere Thema ist, es ist in Deutschland zwar sicherlich so, dass wir da eine stärkere Community haben. Das heißt aber nicht, dass die Bedingungen besser wären. Also ich sage nur elektronische Patientenakte, zu dem er uns zwingen will. Ich sage nur elektronische Einkommensteuererklärung beziehungsweise Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die zwar jetzt gekippt worden ist. Nichtsdestotrotz hat unser größter Provider, die Deutsche Telekom, jahrelang in vorauseilendem Gehorsam solche Metadaten gesammelt. Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass sie die gesammelt haben, um sie anschließend zu vernichten. Also und die nur kurz die biometrischen Daten, die werden dann erhoben und wie lange bleiben die dann gespeichert? Also ist das dann einfach? Okay. Also unbegrenzt. Wow. Also unbegrenzt, ja. Also wenn du mal in dieser Datenbank drin bist, dann ja. Bist du drin. Okay. Vielen Dank für die Anmerkung. Gut, das war schon der erste Teil des Winterkongresses. Wir hatten schon die erste lebhafte Diskussion bereits. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid und wünsche euch einen weiteren guten Tag. Die Programmhinweise gibt Elian.